ich bin Samira Gandur aus Berlin, wie schon gesagt. Und ich bin vom SV Bildungswerk zugeschaltet und berichte euch heute ein bisschen, wie meine Schule 2048 aussehen soll und alles drumherum. Genau, ich freue mich heute auf jeden Fall sehr hier zu sein und die anderen Gäste sich auch vorstellen können. Vielen Dank, Samira, freut mich. Also bitte nicht stören lassen. Es scheinen gerade Videobilder wegzugehen und zu kommen. Zum Teil hören die Teilnehmerinnen, glaube ich, nichts. Wir machen aber einfach mal weiter, in der Hoffnung, es klappt parallel immer mal wieder. Vanessa Andrea, die ist auch da. Herzlich willkommen. Franziska, magst du dich bitte gerne vorstellen? Ja, hallo, genau, ich bin Franziska, ich bin heute hier aus Greifswald Hallo. zugeschaltet und ich arbeite als Bildungsreferentin für das Bildungsprojekt Verquer. Das Okay. mache ich seit ungefähr 2016 und Dann Verquer, kommst also du machen in deine Bildungsprojekte zu Mail-Warenladung. Themen globaler Gerechtigkeit. Dann geh doch bitte mal auf Genau, Mail das heißt, wir setzen mit uns mit unseren dem, Projekten also für vorne eine Zimmer Welt ein, in 31. der es ja, mehr Gerechtigkeit gibt, keine Diskriminierung, Und einen da auf den nachhaltigen Link Umgang mit klicken, der in der Ressourcen. Mail ist. Da Und geschrieben, der hier. genau, in dieser Rolle bin ich heute hier und Nee, hoffe, euch das ist noch nichts mit etwas mehr von Kollaps, der Arbeit heißt mit Verquer erzählen zu können, denn ich war ja eingeladen, um auch eine kleine Ja, Präsentation genau. erstmal Und auf einzubringen. den Link. Ganz genau. Die Präsentation, die werden wir hoffentlich dann auch technisch frei hier einspielen können. Ich glaube, du machst es dann selber, Darauf ne? klicken. Du hast das ja jetzt irgendwie nicht vorher zugeschickt, sodass ich das jetzt auch Den nicht kann ich dir mehr sagen, was beeinflussen nicht. Ich konnte. habe den hier Frau vorne. Andreotti, können Sie uns hören und sehen? Vanessa Andreotti aus Vancouver, aus Kanada, uns zugeschaltet. Ich weiß, dass sie da ist. Ich habe mit ihr auch gesprochen schon. Ja, nur scheint das ja leider momentan auch aktuell immer noch technische Zwei, Probleme zu neun. geben. So machen wir also erstmal jetzt in dieser Acht, vier. Zweierkonstellation weiter. Es sei Eins, denn, die neun. Frau Margret Rasfeld kann uns hören. Frau Rasfeld, können Sie uns hören? Gut, Frau Rasfeld kann uns nicht hören, aber Frau Dann Andreotti gibst du ist deinen da. Namen ein Welcome. und dann Jetzt beitreten. gebe ich Ihnen das Wort. Bitte stellen Sie sich kurz vor. Ihr Mikro ist noch nicht an, wenn Sie sich vorstellen würden. Ja, das kann einen Moment dauern. Mit Mikrofon, ja. Vanessa, sorry, but you are not, you have to unmute yourself. We don't hear you. My name is Vanessa de Oliveira Andreotti. I'm a Ja, professor at einfach the kurz University Ja of British drücken. Columbia. And I have a large project working with indigenous Jetzt bist du communities in dran. Canada Ich and in klicke auf. Brazil, as well as communities of diverse people, looking at both the questions of violence and exclusion and questions of unsustainability of our current system. So we work with many different things, including economic instability, mass migration, but also social and ecological collapse. Herzlichen Dank. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern technisch parallel die Übersetzung funktioniert für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Für die Podiumsgäste ist es jetzt auf Englisch da und ich lese gerade auch, dass Margret Rasfeld da ist. Margret Rasfeld, können Sie uns hören? Ja, ich höre euch. Ich hatte eine kleine Odyssee. Erst kam ich nicht rein, ganz lange. Und dann fiel in dieser Schule, wo ich war, das gesamte Netz auf und jetzt bin ich auf dem Bahnhof. Oh, also eine sehr abenteuerliche Geschichte heute. Trotzdem freut es mich, dass es in irgendeiner Art geklappt hat. Sind Sie jetzt sozusagen aus der Puste oder haben Sie die Möglichkeit, sich selber Nein. kurz vorzustellen? Das würde uns freuen, wenn eine kleine Selbstvorstellung Ihrerseits käme. Okay.
Also Marit Hasfeld, ich komme aus dem Schulsystem, war 39 Jahre Lehrerin und habe 25 Jahre Schulleiterin und habe dann Schulen aufgebaut, die schon eher, also die visionsgeleitet waren, die sich nach den vier Säulen der UNESCO gerichtet haben. Hallo, ich wollte nur ganz kurz fragen, also soll das, ist das so oder sollen wir das abbrechen? Ernsthaften Aufgaben, Verantwortung als Schulfach, Herausforderung als Schulfach, projektbasiertes Lernen verankert, selbstorganisiertes Lernen. Und unsere Schüler haben sehr viel Lehrerfortbildung gemacht, weil die Schule also, so bekannt weil wir hören, war. Also ich höre uns jetzt. Und die Expertise also weiß, eben der ja. jungen Menschen. Ich bin zwar und stumm, dann aber wir irgendwie. Auch, hatten so im Monat ungefähr 100 mhm. Anfragen. Und ich habe dann Schule im Aufbruch gegründet, weil ich gemerkt habe, wie viele Menschen Sehnsucht nach etwas Neuem haben, aber die Bilder fehlen und die Unterstützung und die Bewegung und der Mut. Und Schule im Aufbruch gibt es inzwischen in 5 Ländern und ich bin jetzt pensioniert seit 4 Jahren und reise so durch die Gegend und inspiriere die Menschen und versuche, sie dazu zu kriegen, dass sie mehr Mut haben und einfach von der Basis aus Schule neu denken und Bildung neu denken und in andere Werte gehen und ja, so, ja. so viel zu mir. Herzlichen Dank. Da sind ja jetzt schon einige Stichworte gefallen, in die wir quasi direkt einsteigen können von Peer Education, von einer Wissensteilung, von Motivation und vieles mehr. Und ich würde vielleicht einsteigen mit der Frage an jede Person hier. Was sind die 3 Merkmale für Sie, für dich, einer... Wir haben die Züge jetzt im Hintergrund. Margret Rasfeld, vielleicht den Mikro stumm schalten, wenn Sie nicht reden. Wenn Sie reden, dann wieder anmachen. So haben wir dann die Hintergrundgeräusche nicht. Und vielleicht fange ich wieder mit Samira an. Was könnten die 3 Merkmale einer Utopie für eine Schule 2048 für dich sein? Woran erkenne ich die gute Schule des Lebens dann? Auf jeden Fall Schüler einbezogen, dass man die SchülerInnen dort abholt, wo sie es brauchen. Kein gleichgültiges Schulsystem für alle, sondern wie gesagt angepasstes. Und auf jeden Fall demokratisches, wo SchülerInnen mitbestimmen dürfen. Ja, und mit viel Freiheiten auf jeden Fall. So stelle ich mir das ungefähr vor. Okay, vielen Dank. Also Freiheit. Auf alle Fälle als eine Säule dessen, was eine Utopie dann zur Realisierung vielleicht auch bringt. Franziska, was sind deine 3 Merkmale, hoffentlich von viel mehr, aber die 3, auf die wir uns konzentrieren könnten für heute für eine Schule 2048? Ja, zunächst möchte ich anmerken, dass ich so ein kleines bisschen improvisiere, weil ich hatte die Information bekommen, gar nicht auf dem Podium zu sprechen, sondern nur die Präsentation vorzustellen, aber sehr gerne. Ich habe natürlich auch Visionen von einer Schule der Zukunft und genau, möchte da gerne anschließen an das, was Samira gerade schon gesagt hat. Also ich stelle mir das auch so vor, dass es viel mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler gibt. 37 Minutes. Okay, kam gerade eine kleine Durchsage. Genau. Ich bin jetzt etwas irritiert von diesen Nebengeräuschen, muss ich zugeben. Ja, was wollte ich sagen? Mitbestimmungsmöglichkeiten für Schülerinnen, und zwar, das ist also auf verschiedenen Ebenen. Also diese Rahmenlehrpläne, die werden ja in Deutschland zumindest einerseits auf Bundesebene entschieden, die werden dann nochmal länderspezifisch verabschiedet und auch nochmal in der Schule ausgehandelt. Und ich weiß nicht ganz genau, an welcher Stelle es eigentlich aktuell der Fall ist, dass Schülerinnen und Schüler da irgendwo Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsrecht haben. Und das würde ich mir einerseits vorstellen. Und vielleicht eben auch die, dass es nicht mehr so ein starres Gerüst ist für alle gleich. Also jede Person muss irgendwie ganz früh aufstehen und zur Schule gehen, obwohl sie noch total müde ist und muss alles machen, was irgendwie vorgesetzt wird, sondern wir hatten gestern dazu schon so einen Utopie-Workshop und da kam die Idee auf, dass es mehr wie an der Universität vielleicht auch ein bisschen gestaltet ist, dass man aus vielen verschiedenen Dingen was auswählen kann und dort eben auch sich seinen individuellen Studienplan zusammenstellen kann.
vielleicht eben einerseits nach Interessen oder etwas mehr nach Biorhythmus gestaltet. Und auf der anderen Seite auch noch ein wichtiger Punkt, dass der Lernprozess irgendwie mehr auf Augenhöhe gestaltet wird. Also dass es nicht unbedingt immer so eine Person gibt, die sagt, ich weiß alles und kann alles und erkläre es euch jetzt, sondern dass man das mehr gemeinsam gestalten kann und dass auch alle Beteiligten Interesse daran haben, Verantwortung für den Lernprozess zu übernehmen und sich irgendwie mehr auf Augenhöhe begegnen können. Genau, soweit erstmal meine Punkte. Super, herzlichen Dank dafür, dass du nicht vorbereitet bist, du trotzdem die Richtige hier im Podium dabei bist, ja, hören, du viel zu sagen hast. Das heißt also eine horizontale, individuell nach individuellen Bedürfnissen ausgerichtetes System mit nicht starren Regeln und Grenzen. Sie haben jetzt schon die Utopien, die anderen zwei gehört. Was sind Ihre drei Merkmale zunächst einer guten Schule des Lebens 2048? Es wird gerade gedolmetscht, hoffentlich. Drei Merkmale. I lost the English translation, so I don't know what's happening. But okay. I have a speaker at the house. I will wake him up and bring him over, okay? Okay. Give me a minute. Okay. Dann. Alles klar, gut. Also es scheint jetzt mit der englischen Übersetzung parallel nochmal was nicht zu klappen. Und ja, sie versucht jetzt das. Gut, dann machen wir weiter und improvisieren wir weiter. So, das ist das System der Schule, die ihr angesprochen habt, des individuellen Lernens. Wie können wir da ein bisschen tiefer reingehen und vielleicht diese Utopie insofern in Aussicht stellen, zu erfragen, die Art und Weise, wie gelernt wird, das System der Didaktik der Lehrerinnen und Lehrer in der Art, wie es Schule eben zum Funktionieren bringt oder nicht? Sind da konkrete Modelle, konkrete Ansätze euch bekannt, wo ihr sagt, das ist bereits ausprobiert worden, dass wir das auf alle Fälle schon mal konkreter in Richtung einer Utopie bringen. Ich stelle jetzt erstmal zunächst die Frage an Samira und Franziska, wenn ihr Lust habt, weil wir schauen, ob parallel bei Frau Andreotti das Technische klappt, damit sie jetzt ein bisschen Zeit und Luft hat. Fällt euch dazu was an? Ja, komplette Programm. Ich merke das schon. Mir ging es jetzt darum, das ein bisschen konkreter in die Tiefe zu gehen. Wenn Lehrerinnen und Lehrer eine bestimmte Art haben, zu unterrichten, wie bei dir auch in der Schule, inwiefern haben Sie den Mut auch gehabt, Neues auszuprobieren? Also die Didaktik deiner Lehrerinnen und Lehrer in dem Verhältnis, wie sie euch Stoff beibringen oder über bestimmte Themen reden. Ist da was dabei, wo du sagst, das hat schon was Utopisches, da ist schon mal was ausprobiert worden, wo ich sage, das geht schon in die richtige Richtung? Ja, teilweise dürfen wir SchülerInnen den Unterricht ein bisschen selber leiten oder eigene Themen mit einbringen. Aber so richtig krass, dass es in eine Richtung Utopie geht, gar nicht. Okay, also jetzt nicht so sehr die, okay, das ist außerhalb des Lehrplans unterstützt, aber Franziska, fällt dir da die eine oder die andere Entwicklung ein, die du beobachten konntest oder bestimmte Ansätze, die tatsächlich schon aus deinen Erfahrungen hier einfallen könnten? Also die meisten Erfahrungen habe ich natürlich mit meiner Arbeit also wir sind ja ein außerschulisches Bildungsprojekt und gehen dann halt an die Schulen und versuchen dort auch unsere Ansätze und Prinzipien sozusagen schon mal umzusetzen. Und da häufig auch die Rückmeldung, dass es eben anders ist oder innovativ ist. Also offensichtlich anders als Schule, wobei ich auch glaube, dass es einfach von Schule zu Schule natürlich riesige Unterschiede gibt, wie da gerade die Umsetzung ist und welche Freiheiten es da gibt. Beispielsweise kann man das bei
Ja, weil wir beobachten, dass es oft diese Werkstätten gibt, was ja schon was ganz Schönes ist, dass man sich sozusagen mehrere Wochen entlang an einem Thema hangelt und dazu irgendwie ganz verschiedene Dinge stattfinden und dass das nicht mehr dass der Wissenserwerb nicht mehr so in Fächern so aufgegliedert ist. Jetzt denke ich, jetzt habe ich Physik und jetzt ist das so und jetzt denke ich wieder in dem anderen Fach, sondern dass das irgendwie alles so ein bisschen miteinander zusammenhängt und dass es eben auch andere, viele andere Lernorte gibt als den Klassenraum. So, dass, genau, verschiedene Lernorte. Ja. Ja, also verschiedene Lernorte und eine Art Mix-System, an dem quasi fächerübergreifend, wie man es vielleicht aus Projektwochen kennt, ein Thema als Thema betrachtet wird aus verschiedenen Perspektiven. Frau Andreatte, können Sie uns jetzt hören? Nee, scheint nicht so. Oder doch? Mikrofon anmachen? Ihr Mikro ist... Okay, so is it my turn to speak? It's your turn to speak if you want to tell us about your features of Autopia. Do you have maybe three features for Autopia of a school, a school of good life for 2084? Okay, thank you. So I took the question to my network of communities. So we had a conversation with Indigenous communities, both in Latin America and in Canada, about this topic. And it's interesting because they operate under a very different understanding of what schools do. So schools were very, very important in the process of colonization, which was really, really violent to them. So here in Canada, for example, children were taken from the communities when they were 3 years old, and they would put in residential schools that then only 50% of them survived. And it was only in 1994, very, very recently, that the last school of this kind was closed. So schooling for Indigenous people is a topic that is very traumatic. So for them, there's not going to be a school into 2048. The idea is that we will have already transcended the violence of schooling on people. And this is also echoed by a lot of people here in North America. 3 million people, 3 million families decide that schools are not the best option for their children. So they homeschool, they unschool, they de-school, or they do any other form, forest schools, for example. So when we came to the point of talking about what schools would look like, we talked about what education would look like without the schools. And what education should look like from their perspective is that education should be about preparing good elders for all relations and good ancestors so that we don't keep repeating these violences. It's also, so that's number one. Number two, it is about learning from the mistakes of the past. So they believe that we are going through a very difficult phase now with environmental and social turmoil. And we will need to learn from that so that we can make only different mistakes. The children can only make different mistakes in the future. And education should not emphasize the preferences of the learners, because we are in a very consumerist society that is very narcissistic. So the education should focus on our responsibility towards the earth. So it's a very different perspective from the conversation that we're having today. But it's important that it's also on the table, I think. Genau, vielen Dank. Das waren jetzt einige Perspektiven. Jetzt weiß ich nicht, in welcher Sprache ich moderieren soll wegen der Übersetzung, aber da die meisten der Gäste jetzt auf Deutsch sprechen, bleibe ich bei Deutsch, in der Hoffnung, die Übersetzung funktioniert auf Englisch. Ich würde gerne nochmal Frau Rasfeld mit reinnehmen. Können Sie uns hören? Nein? Scheint gerade nicht da zu sein. Margret? Gut, derweil machen wir dann weiter vielleicht. Sabira, hat das funktioniert mit dem Verständnis? Konntest du jetzt, Frau Andriotti, was denkst du darüber, über diese Perspektiven, dass die Schule und das... Okay, Frau Andriotti meldet sich. Wir hören nichts. Sie sind noch mute.
The audio in English is behind. So okay. I don't know the question right now. Can you repeat the question in English in this room? In this room, and now I want to hear the reactions from the other guests okay. to the side of me. Okay. So, Samira, jetzt. Ich finde das total gute Überlegungspunkte, wie Engagement und Education ohne ein wirkliches Schulsystem oder wirklich Formen ausschauen würde. Darüber habe ich mich noch gar nicht so auseinandergesetzt. Sehr spannende Ansätze, aber ich fand das sehr, sehr gut. Ja. Franziska, gibt es da Anknüpfungspunkte im deutschen Schulsystem als außerschulische Angebote quasi ergänzend zu dem Lehrplan zum System Schule angeboten wird, wo das diese Multiperspektivität ein bisschen ja, mitnehmen kann oder beschreiben kann? Also ich fand den Punkt interessant, was Vanessa gesagt hat, dass Leute heutzutage oder Eltern gar nicht zufrieden damit sind, ihre Kinder in die Schule zu geben, was ich, ja, wenn man sich den Status quo anguckt, auch ein Stück weit nachvollziehen kann, dass man das vielleicht nicht für die beste Option hält und nach anderen Möglichkeiten der Bildung Ausschau hält. Und das ist ja auch für die Zukunft auch nicht ausgeschlossen. Ich meine, das ist ja auch so, wir sind ja auch so, wenn wir uns Utopien vorstellen, sind wir auch so ein bisschen gefangen in dem, was wir kennen und was wir erlebt haben. Und seitdem ich zumindest lebe, kenne ich nur dieses System Schule, wie es jetzt ist und dass es eine Schulpflicht gibt und man da hingehen muss. Und da fällt es schwer vorzustellen, dass es das gar nicht mehr geben kann. Aber Bildung findet ja auch, also überhaupt nicht nur in der Schule statt. Das sind ja auch außerschulische Lernorte, das ist irgendwie der Freundeskreis, die Familie etc. Wir haben gestern in unserem Workshop zu den Utopien, haben wir die Leute am Anfang gefragt, was war euer schönstes Erlebnis in der Schule? Und da wurden ganz oft eben auch so Exkursionen und Ausflüge benannt, wo man irgendwie in den Wald gegangen ist oder im Schulgarten war und solche Sachen. Also gar nicht so sehr das Schulgebäude oder der Schulraum an sich. Ja, das fand ich auch eindrücklich. Ja, das führt ja dann ein bisschen zu dieser Frage, wie gesellschaftliche oder Teilgesellschaften oder überhaupt die Gesellschaft als Ganzes mit oder in die Schule eingebunden werden kann. Was sind da für Aspekte wichtig, dass man sagt, Schule repräsentiert oder bezieht Teilgesellschaften mit ein, am Beispiel dessen, dass auch bestimmte marginalisierte Gruppen oder noch postkoloniale Strukturen wirken an Schulen. Also wie kann man das eine sowohl reinholen, das andere aber auch vermeiden, reinzuholen? Was fällt euch Ihnen da ein? Ich weiß jetzt nicht, ob ich wieder eine Reihenfolge bestimmen soll, aber ich denke, ja, wir fangen mal mit Frau Andreotti an. Hat das geklappt mit der Übersetzung? Wie können wir Gesellschaft in die Schule einbinden, auf die positive oder negative Weise, aber natürlich mit unserem Fokus auf eine Utopie? Übersetzung läuft. Wir können Sie noch nicht hören. Sie sind noch mute. Mikrofon. Danke. Sie sind am mute. Okay. Every time that I unmute, it asks me to say another yes somewhere else. But okay. Yeah, difficult today. It did, yeah, for some reason, but it's working. So it's working. It's important to understand the history of schooling and the relationship of schooling and society, I think, across the different eras, too. And schooling has always been used by governments and by the economy to reproduce society. So learning is about steering
the culture towards things we want to sustain and to maintain. But right now, some of the things that we want to sustain can also cause harm, or have caused harm before, but can also cause harm to all of us. So, for example, a mentality of unending growth in consumption in a finite planet is not a good idea, but that's what we're still teaching. We're still teaching children that this is going to continue, and we are not paying attention to how schooling has been violent in the past and how schooling has helped us arrive where we are now. So to change everything like this into an utopia would require a lot of looking back and seeing how we got into the mess that we're in right now. Otherwise, unless we do this work, we can't simply come out and think about something else. The utopia we have, if we don't do the digging, the utopia we can imagine will be just the same as we have right now, but just a little bit better. For us to be able to think about this in completely new ways, we need to understand the bottom of it. We need to go deeper into how schools are also responsible for what we don't like today and what may kill us and kill the support systems we have in the planet, make it impossible for human beings to live on planet Earth. Unless we understand that, there's no way we can think of out of it. So utopia in this sense is impossible unless we understand the depth of the problem. Thank you. Die anderen, also wir haben jetzt ja die Frage der Kontinuität, ne, vom System. Das heißt also, das, was jetzt ist, hat die Schule geprägt. Das hat die Schule getragen und verfestigt. Können wir gerne, denke ich, verbinden mit dieser Frage, der wie hat die Gesellschaft Platz in der Schule und umgekehrt. Wenn die anderen jetzt in der Zwischenzeit Ideen hatten zu ergänzen, bitte gerne Samira vielleicht. Ja, also wenn man sich das heutige Schulsystem anschaut, wie viel beispielsweise Geschichtsunterricht im Gegensatz zu Sportunterricht haben. Also ich habe 2 Stunden Geschichtsunterricht und 4 Stunden Sportunterricht. Wenn wir 4 Stunden Geschichtsunterricht hätten, dann könnte man viel tiefgründiger über Sachen recherchieren, nachdenken und viel mehr Aufklärungsarbeit leisten. Und es würde unsere Gesellschaft, glaube ich, ziemlich weiterprägen, vor allem die junge Gesellschaft. Und ich glaube, dadurch würde auch viel mehr politisches Engagement hervorkommen. Also es würde die bildungspolitische Arbeit oder das Aufklärerische auf alle Fälle verstärken. Franziska, hast du Ergänzungen, Ideen zu diesen Kontinuitäten im System, aber auch die Möglichkeit, dann Utopie zu denken, oder nicht? Also ich habe da auch so ein bisschen genickt, als Vanessa das gerade gesagt hat, weil genau das eben auch ein Gedanke von mir ist, dass diese das Schulsystem, wie es jetzt ist, eben genau historisch, also dass es gewisse Wurzeln hat und dass das, was vermittelt wird, ja auch, also es geht ja auch nicht nur um, ich erwerbe irgendwie Wissen und Kompetenzen einfach so für irgendwas, sondern das ist ja schon auch zielgerichtet, also da stehen irgendwie Interessen dahinter, dass nach so und so vielen Schuljahren da ein Mensch dahingehend geformt ist, zu unserem aktuellen System zu passen. So, und wie gesagt, also es ist schwierig, sich also sowohl aus dem schulischen, das aktuelle Schulsystem, als auch die gesamte Gesellschaft irgendwie anders zu denken, ganz anders, als man es bisher so kennt. Aber genau, wenn dieser Zwang nicht mehr da ist, dass man jetzt irgendwie hinterher, ja, ich muss dann fit sein für den Beruf und muss dann diese und jene Soft Skills und Hard Skills und so weiter haben, und so weiter, muss mich jetzt nicht ellenbogenmäßig durch die Gesellschaft bewegen, dann können ja auch ganz andere Dinge im Vordergrund stehen und dann, ja, kann man sich, was weiß ich, wie viele Wochenstunden mit philosophischen Betrachtungen auseinandersetzen oder mit was weiß ich, was heutzutage sozusagen als nebensächlich und irrelevant abgetan wird. Ja. Welchen Wert es vielleicht auch hat, um in der Schule stattzufinden, glaube ich, ja. Margret, kannst du uns hören? Bist du uns noch zugeschaltet? Scheint nicht so.
Ist schade, weil sie ja gerade auch aus wahrscheinlich der Erfahrung der verschiedenen Schulen einiges zu berichten hat. Samira, bitte gern. Ja, es ist jetzt leider schon viertel nach. Das stimmt. Es tut mir super leid, ich finde die Diskussion hier gerade so spannend und würde am liebsten noch viel länger bleiben. Aber das geht leider zeitlich nicht. Aber du hast einen Termin, ich weiß. Ja. Vielen Dank, du hast es angekündigt, war trotzdem schön und kurz, dass du hier bei uns warst und vielleicht ergibt sich eine andere Art und Weise und Weg, sich weiterhin darüber zu unterhalten. Vielen Dank dir fürs Kommen und alle anderen können sich dann vielleicht informieren bei Zukunft für alle über die Dinge, die du gerne vielleicht noch mitgeteilt hättest. So, jetzt sind wir in einer reduzierteren Runde. Es ist schade, aber sie hatte einen Termin, den sie unbedingt noch wahrnehmen musste. Franziska, ohne genau deine Präsentation zu kennen, hättest du und würdest du einschätzen, dass diese jetzt Platz hätte, dass wir den mal zeigen? Ich weiß nicht, der regt uns sicherlich nochmal an, dass wir die restlichen Teile davon vielleicht auch anzusprechen. Magst du die Präsentation starten? Sehr gerne, jedoch müsste mir erst irgendjemand Präsentationsrechte erteilen, damit ich die Präsentation hochladen kann. Ganz genau. Ist da jemand da, der die das machen kann? Von den technischen Hostpersonen. Franziska bräuchte jetzt die Freigabe, die Präsentation uns zu zeigen. Könnt ihr dafür sorgen? Geht das? Hallo? Ich weiß es nicht. Links auf dem Bildschirm erscheint da etwas bei dir oder rechts unten? Da sind üblicherweise die ganzen Schaltknöpfchen. Nee, das sieht man ja auch schon bei dieser, ganz links bei dieser Liste der TeilnehmerInnen. Ja. Da müsste das irgendwie bei mir anders gekennzeichnet sein. Ich muss da, glaube ich, so ein kleines Computersymbol oder sowas haben. Ja. Ansonsten kann ich hier nichts reinladen. Schade. Okay, das wäre ein Film gewesen über bestimmte Dinge, die Modelle uns dargestellt haben. Oder kannst du kurz ich kann natürlich das auch gerne, also ich habe, das wäre eine Präsentation gewesen, also so eine Art PowerPoint-Präsentation, aber ich kann natürlich auch gerne so noch was über die Arbeit von Verquer erzählen. Das mache ich natürlich sehr gerne, weil ich will einfach inhaltlich dann jetzt die restliche Zeit nutzen, um zu schauen, einfach wie wir zu dieser Idee eines global gerechteren Schule kommen, ob Platz und wie in der utopischen Form einer Schule diese Stichworte, die ja auch in dem Rückblick der Perspektive sich bewusst zu werden, wie Schule funktioniert, bei Vanessa ja angeklungen ist. Also gerne, wenn du das damit verbindest. Ich improvisiere auch gerade, weil mir ja die Inhalte durch die Gäste jetzt und Präsentationen und so weiter fehlen. Also sehr gern. Ja. Also genau, ich mache natürlich keine, also ich kann natürlich nur das erzählen, was wir jetzt machen, so, nicht das, was irgendwie zukünftig sein wird, aber wir haben ja auch in unserem Bildungsprojekt bestimmte Visionen, man kann das vielleicht auch Utopien oder so weiter nennen, und was uns eben ganz wichtig ist, ist diese, was ich auch schon erwähnt habe, diese Mitbestimmungsmöglichkeit, also einerseits, dass die Schülerinnen und Schüler genau das Lernsetting mitgestalten können und dafür auch Verantwortung übernehmen und andererseits, dass sie aber auch die Gesellschaft mitgestalten. Das ist auch so ein Punkt, der aktuell, finde ich, viel zu kurz kommt. Also dass es gibt diesen Begriff des Adultismus, also dass irgendwie Erwachsene so tun, als hätten Kinder und Jugendliche keine Ahnung und ihnen dann über den Mund fahren oder dass Jugendliche sich auch gar nicht zutrauen, ja, ich kann ja eh nichts machen, so eine ernüchterte Haltung begegnet mir da häufig und da wollen wir gerne auch motivieren und Kompetenzen ein bisschen mit an die Hand geben und Handwerkszeug, was kann man da machen, genau, und eine Form, mit der wir das machen, sind eben sogenannte Medienprojekttage, also wir gehen an die Schule, machen irgendwie ein paar Projekttage zu einem Thema globaler Gerechtigkeit. Ich nehme jetzt mal beispielsweise das Thema Wasser, ein globales Gut, also
genau, wo steckt Wasser drin, vielleicht virtuelles Wasser in Produkten, genau, was gibt es so für Konflikte rund ums Thema Wasser. Und nachdem wir uns also inhaltlich damit auseinandergesetzt haben und da auch bestimmte Problematiken aufgekommen sind, wird ein mediales Produkt erstellt oder eine öffentliche Intervention erprobt. Und das mediale Produkt kann also entweder sein ein Radiobeitrag oder ein kleines Video oder eine öffentliche Intervention kann irgendwie sein eine Demonstration oder ein Flashmob oder solche Sachen. Und wir reden da nicht nur drüber, so, das könnte man machen, sondern wir probieren das im Rahmen dieses Projekttages eben auch gleich mal aus. Weil man muss ja auch erstmal eine Idee haben als Jugendlicher, was kann ich denn eigentlich machen? Wie kann ich mir denn in meiner Position als jugendliche Person, die noch nicht volljährig ist, auch Gehör verschaffen? Wie kann ich in die Gesellschaft hineinwirken? Und das muss ich erstmal lernen, dazu muss ich Anregungen bekommen, da muss mir jemand irgendwie Mut zusprechen, ein bisschen Handwerkszeug. Und so ist das eben eine Möglichkeit, genau, da Impulse zu setzen. Das ist aber eben natürlich nur, das ist uns auch klar, das ist nur ein Blitzlicht. Also wir kommen dahin an die Schule, machen das und das ist so ein kleines Samenkörnchen, was eben mal im Schulalltag irgendwie passiert und welche Früchte das hinterher noch treibt, ob die einzelne Person sich davon so weit abgeholt fühlt, dass sie sozusagen dann, dass daraus weiterer Aktivismus folgt oder es einfach nur das Blitzlicht war, das, ne, genau, das ist dann, glaube ich, unterschiedlich. Also wie es dann mitgenommen werden kann, sozusagen in die verschiedenen Lebensrealitäten, in denen sich die Schülerinnen vielleicht befinden, ja, um diese vielleicht auch weiter zu betreiben. Ne? Uns ist, glaube ich, jetzt Vanessas Zuschaltung auch abhanden gekommen. Vanessa, are you there? Vanessa Andreotti ist jetzt irgendwie technisch auch wahrscheinlich raus. Also scheint leider heute der Wurm drin zu sein. Gerne können wir nochmal die restliche Zeit in der Hoffnung, Vanessa kann sich nochmal zuschalten. Ah, sie versucht. Ah, ja, der. Hello. Welcome back. Wir wollen gern vielleicht noch diese Frage des Erprobthabens von neuen Formaten, von gesellschaftlichen Realitäten und Lebenswelten der Schülerinnen in die Schule und außerhalb der Schule nochmal beleuchten. Can you hear me? New formats for pupils. Okay, you can hear me? Translation functions also? Ja. No, no translations. Oh, das ist schade. Franziska, du hast jetzt die Präsentationsrechte. Kannst du vielleicht das jetzt einfach nochmal einbringen und dann versuchen wir einfach vielleicht nochmal eine Runde, Abschlussrunde mit Vanessa Andriotti. Also wir schauen uns jetzt nochmal die Präsentation von Fekria an. Okay, so you may be invited. Let's see you now a film from Franziska from the organization Fekria. So what's happening is that if I put the translation on, I can't hear this room, and vice versa. When I'm speaking, the audio of the room comes in, and then I can't hear the translation. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. I don't no idea how these things are related with each other. Now we have. But I heard the presentation. Okay, now we see the presentation from Fekria, from Franziska, and maybe there are points of views and stories and points about we can discuss continued. Bitte, Franziska. Genau, ich gucke jetzt mal, wie ich überspringe vielleicht auch gewisse Dinge. Genau. Also ich habe ja eben gerade schon davon berichtet, dass wir im schulischen Bereich also so Schulprojekttage anbieten, mit denen wir an Schulen gehen, aber auch mit anderen Gruppen arbeiten, beispielsweise Bundesfreiwilligendienstleistende oder ähnliches. Und das dreht sich eben inhaltlich immer so um sieben Themen globaler Gerechtigkeit. Die sind jetzt hier auf der Folie nochmal zu sehen. Franziska, entschuldige, wenn ich dich gerade unterbreche, sehen wir nicht. Ah, okay. Das ist natürlich bedauerlich, weil
ich jetzt auch nicht weiß. Also ich dachte, wenn ich hier was, wenn ich das reinlade, dass das dann sozusagen alle sehen können. Ich kann es nicht sehen. Vanessa, kannst du? Die Folien werden von den anderen gesehen. Super, ich kann sie dann nicht nur sehen. Alle anderen können die Folien sehen. Dann mach bitte weiter, Franziska. Vanessa kann die Folien auch nicht sehen. You can't see the presentation, Vanessa? I cannot see it, so I... Okay, dann machen wir erstmal weiter, Franziska. Sorry, aber es scheint, dass es im Stream drin ist. Also es gab jetzt hier auch noch gerade diese Anmerkung von Rieke. Wir müssen alle Präsentationen wiederherstellen und unten rechts klicken. Okay, also alle, die die Präsentation jetzt nicht sehen können, rechts ist ein Button, wo drauf steht Präsentation wiederherstellen, dann dürfte es klappen. Bitte schön nochmal. Ja, genau. Also Schulprojekte zu eben diesen 7 Themen globaler Gerechtigkeit, die jetzt hier zu sehen sind. Also sei es, es dreht sich um bittere Schokolade, Welthandel am Beispiel von Kakao oder das Thema Menschenrechte, Grundrechte oder Kinderrechte, womit sich dann eben die Jugendlichen auseinandersetzen. Und genau, das habe ich jetzt vorhin schon gerade mündlich erklärt, dass es sozusagen unsere Vision ist, dieser Mitgestaltung, also dass Schülerinnen eben das Lernsetting mitgestalten, aber auch die Gesellschaft mitgestalten und dafür eben Impulse bekommen, Anregungen bekommen und damit eben auch, ja, das erstmal sozusagen lernen und dann auch Interesse daran haben, weil aktuell habe ich auch oft den Eindruck, dass es sozusagen so eine Passivität ist, wo gar nicht unbedingt der Wille da ist, das mitzumachen und eher so eine Art Schulterzucken. Und wie wir das eben versuchen umzusetzen, das sind diese Medienprojekttage. Dazu habe ich gerade schon ein bisschen was erklärt, deswegen möchte ich das nicht nochmal alles wiederholen, nur den Punkt, wie wir eben auch versuchen, auf diese Mitbestimmung einzugehen. Also wenn wir an die Schule gehen, versuchen wir, die SchülerInnen schon von Anfang an in die Gestaltung mit einzubeziehen, indem wir zum Beispiel sie vorher fragen, was interessiert euch denn am Thema Wasser zum Beispiel? Wir haben hier diese und jene Vertiefungsschwerpunkte und dann gehen wir entweder an die Schule, wenn die in Greifswald ist, oder versuchen mit jemandem zu telefonieren im Vorfeld und fragen es irgendwie ab. Auch mit welchen Methoden arbeitet ihr gerne? Macht ihr gerne ein Rollenspiel? Lest ihr gerne Texte? Guckt ihr gerne mal einen Film an oder genau, seid ihr gerne dies oder jenes interaktiv unterwegs und das bringt auf jeden Fall auch was, merkt man für den späteren Verlauf des Projektes, wenn da sozusagen eine Einbeziehung stattfindet und wenn es dann auch im Verlauf des Projektes Wahlmöglichkeiten gibt. Also ich möchte eher dieses oder jenes Thema vertiefen und wenn nicht, alle sozusagen, wenn wir uns ein Konzept von vornherein überlegen, ohne Einbeziehung der Zielgruppe und das dann so überhelfen, dann stoßen wir da auch häufig auf, also dann stößt man eher auf Widerstand. Und das habe ich so das Gefühl, dass das eben auch oft in der Schule einfach der Fall ist. Irgendwie wird sich von LehrerInnen und wem auch immer was ausgedacht und das dann übergeholfen. Und es entspricht nicht dem, was eigentlich sozusagen, wo eigentlich das Interesse der Jugendlichen ist. Und sie haben nicht darüber mitbestimmt, was das für Inhalte sind. Kann ich da ganz kurz einhaken und vielleicht Vanessa auch einbinden? Ich hoffe, es klappt mit der Übersetzung. Vanessa, vielleicht konntest du das Ganze jetzt hören und übersetzt bekommen. Wie kann man dort diesen Ansatz, den du ja auch in deiner Forschung fokussierst, indigenes Wissen und Wissenssysteme und die Bildung mit sozusagen hineinzubringen in gesellschaftliche, ich hoffe, es hat geklappt, sonst wiederhole ich das einfach nochmal, das indigene Wissen und das, die Wissenssysteme, die auch schon längerer Zeit existieren, die im Fokus deiner Forschung steht, diese im Dienste der Gemeinschaft sozusagen wieder hineinzugeben, wieder zu refreshen und dass sie wieder ihren Platz haben im Lernsystem, ob das jetzt die formale Schule ist oder nicht. Also gibt es da Ansatzpunkte, wo du sagst, okay, das, was jetzt als nachschulische Einbindung in Deutschland jetzt ein bisschen vorgestellt worden ist, wie sieht das aus als Ergebnis deiner Forschung, das indigenes Wissenssystem im Engagement für eine neue Gesellschaft, für eine neue gute Schule?
So I think, thank you, Francisco, for the presentation. It's really interesting that, like, for the last, in education, in the discipline of education, the idea of learner-centered choice approach has been around for the last 20 years. It's interesting to see how it's being implemented now. But there's some research also about the problems that have been caused by this focus on choice in a consumerist society. So there is this philosopher, educational philosopher called Hurt Bista, B-I-E-S-T-A, who writes about the problems too. So they're in a consumerist society where we already have a lot of choice, giving students more choice sometimes doesn't lead to more social justice, for example. Sometimes it leads somewhere else, because we're assuming that the students are inherently good and they want to participate, but sometimes other forces of society are also there, and then they take that choice somewhere else. For example, in the school that my son went in New Zealand, which was a very progressive school created in the 90s, where students could choose everything. They could choose when, where, and what to learn. Some students started to choose not very good things too. Like, I want to make a bomb. And then the teachers would say, no, that's not what you're here for. But the students would say, you are blocking my right to choose. You said I could choose, and now you're telling me I can't choose. I only choose what you want me to choose, right? So there was that. So I wanted to make that comment because I think it's very important for us to wrestle with the how our solutions create also things that we cannot expect. And Hurt Bista says something that is very similar to the indigenous communities in the sense that instead of focusing on the teacher or on the student, we need to focus on the world and what's the world teaching us right now about where we are at and where we have been and where we want to go. I think the indigenous people, they say that they have two kinds of education. One education, they have to go through schooling to learn to protect themselves against the society that doesn't want them there. Like, for mainstream society, it's better that indigenous people disappear because then the mainstream society can take their land. That's what's happening in Brazil right now with the Bolsonaro government that is trying to eliminate indigenous people. They say, we want them just assimilated into society because we don't want another way of living in the world. We want just one way. And it's the capitalist way. It is the way about having a job, contributing to society. But that's just one story. The indigenous people are saying, this story that we have is killing the possibility for us being in the planet. The earth is going to survive without us. If we go extinct, the earth will be fine. But we are killing ourselves. So we need something else, but the government says, no, we want your land, we want mining, we want to make money on your land. So they say that for their children, children need to go through school to become lawyers, to be able to defend, but they cannot forget that this is not the purpose. The purpose of education is to fight for their way of life. For a life that is not going to kill, we are already killing all the animals and all the trees in the forest, right? So they need to be able to protect the forest, protect the animals, protect their land from this violence of society. They don't want to assimilate to have a job. They want to go to school to get the tools to be able to protect themselves. But even that is difficult because even if you are an indigenous lawyer, you are not going to be taken as seriously as the other non-indigenous lawyers because of racism as well. So it's a very complex thing, but I think their utopic school would be a forest school. They have the school already. They have their education. I have a picture of this tree that is like a school. The trunk of the tree is the size of a school. And that's where they have their education. It's not in the building. They see schooling as just a means to protect their way of life. And I think we need to learn, because
these things that they are facing right now are going to come to us as well. We are protected right now, but because as climate change comes in, as economic instability comes in, as other things start to falter, we will have to also face that. And they can teach a few, not everything, but they can teach a few things about relationships, relationship with the land, relationship with the forest, relationship with ourselves internally, with the animals, that might help us find another way. So I think the utopia that I see would be a utopia that really looks into the past to be able to see how to not make the same mistakes. Let's make different mistakes in the future. But in order to do that, we need to learn what mistakes we have made, especially the ones that can take us to extinction right now, and how schools have been responsible for that as well. Ja, vielen Dank. Da waren ganz viele Stichwörter von dem Ort als das, was als Schule bezeichnet wird, gegenüber des Ortes, wo die Menschen leben, wovon sie eh schon immer lernen, Familie, soziales Umfeld, die Natur und vieles mehr. Gibt es da ein paar Stichpunkte, Franziska, die du vielleicht ergänzen möchtest? Vielleicht für beide als eine Art Abschlussfrage. Die Hindernisse sind benannt worden gerade von Vanessa, aber wo sehen wir vielleicht einige soziale Innovationen oder welche sind nötig, um diese Utopien ein bisschen realisieren zu können? Also was uns hindert, haben wir gehört, das Verständnis, die Art und Weise, nicht von der Vergangenheit zu lernen, sondern für das System quasi zu funktionieren. Aber da jetzt nochmal so einen ausblickenden Satz oder einen Abschluss von euch beiden zu hören. Sind soziale Innovationen, die greifen müssen, Akteure vielleicht, die nochmal benannt werden, wer entscheidet, was Schule ist, wie Schule funktioniert, vielleicht in dem Zusammenhang nochmal ein bisschen in den Raum werfen und euer Wissen mit uns teilen. Möchtest du, Franziska, vielleicht anfangen und dann hätte Vanessa sozusagen das letzte Wort und würde dann unsere Session hier abschließen. Ja, genau. Ich fand es gerade ganz auch wieder sehr interessant, was Vanessa erzählt hat, konnte dem auch gut folgen, wobei ich jetzt nicht direkt noch was sozusagen dazu darauf erwidern kann. Genau, und muss zugeben, dass ich jetzt auch gerade von der Abschlussfrage, was, wie, genau, was sind jetzt die Stellschrauben, wie kommen wir jetzt zu unserer Utopie? Ja, genau, das ist... Vielleicht ja einfach spontan im Sinne wirklich deiner intuitiven Erfahrung, wer hindert uns daran, dieses System Schule so zu verändern, so die vielen Vorstellungen der Menschen, denen du ja auch begegnest bei deinen Angeboten, dass das angenommen wird oder gar umgesetzt wird? Hast du da für dich was identifiziert an Akteuren, an Systemteilen, ohne es jetzt zu global zu machen, vielleicht ein bisschen konkreter, wenn es passt, wenn nicht, du bist unvorbereitet, ich weiß, und du musst dass du in das Gespräch quasi von mir zwangsweise hier befragt wirst, fällt ja da was ein. Oder sonst lassen wir Vanessa den Vortritt und vielleicht welche. Dann kann ich noch mal kurz nachdenken. Dann gebe ich gerne an Vanessa weiter, vielleicht sind da noch mal ein paar Ergänzungen, an denen du uns gerne teilhaben lässt, auch aus deiner Forschung. Okay, so I need to just stop my other translation. Okay, so I did have an idea. I think what is going to change things is that we're going to be forced to change. With the pandemic, for example, what now we're forced to be learning how to do this online very differently. And some of it is going to be very uncomfortable and painful, but we will be forced to struggle through this. And I think it was Goethe who said that there's a difference between happiness that comes as a series of pleasures. I think it's that or Bauman who said, we in our society, we think happiness is just a series of better and better pleasures. But Goethe said something about
happiness coming also from the overcoming of struggle together. And I think that in the times that we're in and the times that we're entering now in terms of economic instability, mental health problems, climate change, and everything, we have to keep that in mind, that the utopia will come from the struggle, from learning to walk together with difficult things and learning to repair our relations. And learning the together part is very important. So if we can face the storm that is coming, that is already in the United States right now, together, then maybe the utopia will come from that struggle. We will be forced to think about things in very different ways. We won't be able to continue with the path that we imagined in 2019. 2020 onwards is going to be difficult. But this difficulty might be something that we learn to use in our favor, because the happiness that comes from struggle is very different from happiness that comes on the plate, right? So I think the students now will have an opportunity to help decide what education will look like, but the world is also going to force us to look at things that we didn't want to look at before. And I think that is a gift, forcing us to do things we don't want to do. Sometimes, in this case, is something important. We have been irresponsible. Like, as humanity, we have been irresponsible. We need to become responsible. And the students can help us do that. But we will have to face all the mistakes that we have made. There's no way to do that without looking at the past and at the violence and unsustainability that we have created here. I think that's it. Ja, vielen Dank. Genau diese Art von Druck aus den Fehlern, die wir machen, auch zu lernen, hat ja uns diesen Bogen jetzt, vielen Dank dafür, Vanessa, gebracht, dass wir ja auf die aktuelle Situation des Umgangs mit der Corona-Pandemie ein bisschen nochmal daran zu denken, zu realisieren, wie eben Pläne nicht funktionieren, die sich ein System vorgenommen hat, auf die wir reagieren müssen, auch ungeplant. Und das System Schule war ja einer der Hauptsysteme, die auf einmal nicht funktionierten, ganz und gar nicht funktionierten. Also spätestens heute müssen wir uns das genau bewusst werden, was du gerade gesagt hast. War das, Franziska, nochmal vielleicht ganz kurz, dieser Systemstopp des Corona-bedingten Stopps in Deutschland aus deiner Sicht so einzuordnen in diese Beschreibung, die Vanessa gerade vorgenommen hat? Wenn deine Antwort nicht zu meiner Frage passt, sag einfach, wie du das gefühlt hast bei Corona und Shutdown in Deutschland und was da vielleicht etwas klarer gezeigt hat, was sich ändern muss, um den Weg zu einer guten Schule wiederzunehmen. Ja, also gut, zu dieser Frage kommen mir sehr viele Dinge in den Kopf. Aber ja, genau, es ist einerseits interessant, auch außerhalb von Schule, was plötzlich sozusagen unter einem Druck, was da plötzlich möglich ist, so welche Veränderungen in kurzer Zeit auch möglich sind und welche Regelungen da getroffen werden oder Verabschiedungen getroffen werden, wo es sonst immer irgendwie heißt, ja, das geht nicht oder nee, das braucht noch 100 Jahre. Und andererseits, für die Schule, ja, oder auch, also insgesamt, vielleicht nicht unbedingt für die Schule, aber für das Thema Bildung finde ich es eben gerade besonders interessant, diese, was wir jetzt hier sehen, diese Vernetzung, also von überall her. So, jetzt haben wir hier diese digitale Konferenz und wir haben ja auch haben wir auch in diesem Sommer ein Online-Festival für Jugendliche ausgeführt, auch im digitalen Raum, und das ermöglicht eine Partizipation in einer viel größeren Breite, als es sozusagen live möglich wäre. Und es ist natürlich, oder ich stelle es mir zumindest auch vor, dass es auf jeden Fall klimafreundlicher ist, als wenn alle Leute immer permanent durch die Welt reisen zu irgendwelchen Kongressen. Aber gleichzeitig, ja, auch wenn der Austausch da ist, es hat trotzdem auch, gehen Dinge natürlich verloren. So, und
Also es hat irgendwie so Vor- und Nachteile und wie weit, genau, ob die Corona-Situation jetzt für die Schule, naja, da gab es auch viele Probleme und Unwegsamkeiten erstmal. Das war, dieser Shutdown war, glaube ich, zu kurz, um da irgendwie größere Umbrüche mit sich zu bringen. Ich habe das Gefühl, dass es dann irgendwie die Unsicherheit war, jetzt ist ja irgendwie ein Umbruch da und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen und wie soll das jetzt anders sein, wir haben gar keine Idee, also müssen wir möglichst schnell wieder zum alten System zurück, dass alle Schülerinnen und Schüler in die Schule kommen und koste es, was es wolle. Wohingegen, wenn diese Phase vielleicht noch länger angehalten hätte, hätte sich vielleicht auch was Neues etabliert oder vielleicht kommt es auch erst noch und es ist jetzt noch nicht so sehr sichtbar. Das kann natürlich auch sein. Tatsächlich, genau. Wir sind so zum Schluss unserer Zeit gekommen, nach einer etwas chaotischeren Startes und einer Runde, aber trotzdem hat es mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Ich würde das gerne inhaltlich fragen, was sozusagen die Transformation der Schule betrifft. Was habt ihr für eine Utopie in einem, zwei Sätze? Wie sieht die transformierte Schule aus? Details haben wir ja gehört. Vielleicht fällt euch da jetzt ein Bild ein, einer Schule, die ihr beschreiben könnt. Ihr steht morgen auf und es ist ein kleines Wunder passiert und es gibt auf einmal Schulen. Wie sieht diese Schule aus? Vanessa, vielleicht zuerst. I have to click on several things to unmute myself. So I think what we need right now, not in 2048, is a school that prepares us, a utopian school that prepares us to face the storms together. I think that would be my sentence. We need to prepare to face storms together, and it's not going to be easy. It's going to be hard and complex and complicated, but that's also going to give us more vitality and wisdom to be able to arrive at to 2048 alive as humanity and not go extinct and shoot our foot. Yeah. So that's what I would like to live with. Also heute beginnen, was wir uns vielleicht 2048 erhoffen. Franziska, wie sieht deine Schule aus? Morgen, du bist aufgestanden, das Wunder ist passiert. Genau, bei diesem Satz fällt es mir tatsächlich leichter zu überlegen, dass ich morgen aufwache und es ist die Veränderung schon da, als die Frage, was muss in der Zwischenzeit alles passieren. Dann sehe ich die Schule vor mir, in der ja die Lernenden und die Lehrenden irgendwie nicht im Stress sind, nicht irgendwie müde und demotiviert oder überlastet sind und in irgendwelchen Ecken herumhängen, sondern irgendwie genau mit Freude ihrem Alltag nachgehen, in dem auch ja keine einzelnen Schülerinnen irgendwo sozusagen außerhalb der Gruppe stehen oder diskriminiert werden, sondern genau, wo man sich eine gerechte, inklusive Schullandschaft irgendwie vorstellen, wo die Leute mit Freude lernen und lehren. Ja, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Vor allem auch an alle, die die Geduld hatten, mit den technischen Schwierigkeiten mit uns mitzugehen. Trotz dessen sehr wertvolle Ideen uns hier jetzt mitgeteilt worden sind. Die Namen habt ihr, die Kontakte habt ihr. Einen guten Tagesstart nach Vancouver. Herzlichen Dank, Vanessa, dass du dabei warst. Vielen Dank, thank you. Vielen Dank, Franziska, dass du Verklärt vorgestellt hast. Und auf eine gute Schule, auf eine gute Schule des Lebens. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch viel Spaß bei den weiteren Programmen der Konferenz. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss. Thank you.